der Welt von One Piece sind wir alle hyped auf das nächste Chapter, denn das Joyboy-Erwachen von Ruffy hat vor kurzem die komplette One Piece-Community geflasht. Was bedeutet diese Entwicklung für One Piece? Was erwartet uns denn nun? Das klären wir im heutigen Video. Und falls ihr bezüglich One Piece natürlich nichts mehr verpassen wollt, so lasst gerne ein Abo hier auf diesem Kanal da. Ich halte euch stets auf dem Laufenden. Nun lehnt euch zurück. Los geht's! Und damit, yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Und in dem heutigen Video sprechen wir über das, was uns mit der kommenden Joyboy-Enthüllung erwartet. Das, was Oda uns jetzt natürlich jetzt in den nächsten paar Monaten und auch Jahren um die Ohren haut. Und vorweg, kurze Info, in den letzten Tagen kamen keine Videos, weil Leute, mich hat es jetzt auch erwischt. Ich hatte Corona oder habe immer noch Corona zum jetzigen Zeitpunkt. Aber es geht jetzt mittlerweile wieder. Mein Hals war komplett wasted, Leute. Deswegen, da ging wirklich absolut gar nichts. Vielleicht hört man es noch ein bisschen. Deswegen wundert euch nicht, ja, bin aber auf dem Weg der Besserung und da nochmal vielen Dank an die Leute, die mir da gute Besserung gewünscht haben. Wir gehen jetzt ins Thema rein und der erste Punkt, der sich jetzt grundlegend verändern wird oder was uns erwartet, das sind natürlich die Kräfte von Ruffy. Ja, Ruffy war bisher immer derjenige mit der Gum-Gum-Frucht und diese Gum-Gum-Frucht ist höchstwahrscheinlich nicht die Gum-Gum-Frucht, so wie wir uns diese bisher seit knapp 25 Jahren vorgestellt haben, denn diese Kraft wird sich grundlegend verändern. Es gibt viele Theorien dazu. Es gibt eine Ölfruchttheorie, die ich immer noch sehr interessant finde, die ich allerdings nicht in aller Ausführlichkeit nochmal behandeln kann. Ich verlinke euch da mal ein sehr interessantes Video von Yudiron, deswegen, das kann ich euch definitiv empfehlen. Aber diese Kraft von Ruffy, die wird sich grundlegend verändern und natürlich dazu beitragen, dass Ruffy nochmal um ein weiteres stärker wird, um ein Vielfaches stärker wird, sodass er einerseits zum Joyboy wird, der diesen Titel bekommt und auf der anderen Seite dann vermutlich auf dieses Level kommt, um Kaido zu erledigen, beziehungsweise um ihn zumindest zu besiegen. Das große Geheimnis ist natürlich nicht nur, wie heißt diese Teufelsfrucht oder was ist das wirklich für eine Kraft, sondern wie ist diese Kraft erweckt worden, nämlich mit dem mutmaßlichen Tode von Ruffy, dass er zumindest einen Herzstillstand hatte und am Rande des Todes war und diese Teufelsfrucht dann erst erweckt hat. Und das war, glaube ich, etwas, was sehr, sehr überraschend ist und ist natürlich etwas, was wir in One Piece an für sich sehr, sehr selten haben, ja, die Teufelsfrucht, die über den Tod hinausgeht, das haben wir zum Beispiel bei Brook zum Beispiel, ja, da war ja ebenfalls das Szenario, oder auch bei Tamago, ja, wenn er besiegt wird oder stirbt, wird er wiedergeboren als neues Tier, da gab es ja auch was sehr Spannendes, oder eventuell die Theorie bei Marco dem Phönix, ja, der Phönix, der aus der Asche emporsteigt, ja, dass Marco ja auch dementsprechend unsterblich sein könnte, es gibt diese Möglichkeiten, aber wirklich passiert ist es jetzt faktisch eigentlich nur bei Brook und indirekt bei Tamago, da wisst ihr aber noch nicht, ob das wirklich der Tod war oder ob er einfach nur besiegt wurde. Aber diese Teufelsfrüchte, die über den Tod hinausgehen, ist nichts Neues. Ja, hatten wir in One Piece, wurde schon von Oda benutzt und das ist so auch natürlich das Spannende. Und ich hoffe, das wird hier auch bei Ruffys Teufelsfrucht dementsprechend auch erklärt, warum passiert das erst, wenn er im oder am Rande des Todes ist. Ja, das ist, glaube ich, eine sehr spannende Geschichte und wird dann natürlich auch mit der Geschichte von Joyboy, hoffe ich, mal gemeinsam erklärt. Dann gehen wir zum nächsten Punkt und dieser Punkt ist, wie ich persönlich finde, was sehr, sehr cool ist, denn Ruffy wird ab sofort an der Spitze der Spitze stehen. Gerade auch wenn er Kaido erledigt hat, wird Ruffy der Top-Tier-Fighter oder Pirat schlechthin sein. Ja, es gibt dann wirklich nur eine Handvoll Leute, die sich mit Ruffy dann dementsprechend duellieren oder messen können. Allein schon mit dem Advanced Königshaki, was ja schon so weit impliziert, dass man halt auf dieser Kaiserstufe agiert. Und dieses Advanced Königshaki haben ja ebenfalls nur eine Handvoll Personen. Auf der anderen Seite gibt es dann auch nicht mehr diese ganzen Diskussionen. Kann Ruffy mit einem Admiral mithalten oder nicht? Kann Ruffy den erledigen? Kann er gegen ihn kämpfen? Kann er da ebenbürtig kämpfen? Ne? Kann er Rayleigh besiegen? Kann er Shanks bekämpfen oder sonstiges? Da gibt es ja immer die verrücktesten Diskussionen, die natürlich immer sehr, sehr häufig sehr schnell hitzig wurden, aber das sind dann so Diskussionen, die kann man dann natürlich mit einer Lockerheit mehr oder weniger dementsprechend dann führen, weil man jetzt genau weiß und dann auch akzeptieren muss, dass Ruffy wirklich an der Spitze steht oder mit ganz oben steht, wenn er Kaido wirklich besiegt hat mit seinen Kräften und das ist etwas, da freue ich mich natürlich drauf, ob man das wirklich auch so einschätzen kann, dass man sagen kann, okay, er kann jetzt wirklich den besiegen oder ob das wirklich immer noch sehr schwammig bleibt. Ich bin gespannt. Es wird natürlich ein sehr, sehr harter Kampf, gar keine Frage, aber ich glaube auch nicht, dass Ruffy jetzt hier wirklich Kaido absolut dominieren wird oder sowas. Das wird nicht passieren. Er wird wirklich bis ans Äußerste gehen müssen, ist natürlich klar und ihn dann noch übertreffen müssen, ja, weil ich glaube, allein das Erwachen wird Ruffy jetzt nicht automatisch
dich direkt stärker machen oder sowas, weil er muss die Gegner immer übertreffen, ja, und dieses Erwachen ist da ein sehr, sehr gutes Werkzeug für, aber Ruffy wird an der Top-Tier-Spitze stehen und Ruffy wird danach mit der stärkste Kämpfer in komplett One Piece sein und das ist etwas, darüber freue ich mich, das ist super nice und ich bin gespannt, wie das Ganze hier outplayen wird. Dann gehen wir zum nächsten Punkt und das Erwachen von Joy Boy kratzt natürlich eine Oberfläche nicht nur an, sie hebelt eine Oberfläche eigentlich förmlich schon auf, denn wir gehen, was One Piece angeht, safe Richtung Ende. Wir erfahren höchstwahrscheinlich jetzt in den nächsten Kapiteln tiefgehende Geheimnisse, zumindest über Joy Boy, über seinen Werdegang, ja, eventuell sogar auch etwas über den Willen der Dies, denn Kaido ist ja jemand, der scheint einiges über Joy Boy zu wissen und er scheint natürlich jemand zu sein, der gezielt auf Joy Boy wartet. Ich hatte da ja vor kurzem eine Theorie, dass er das alles so mit Absicht so weit treibt, ja, dass halt Joy Boy eines Tages kommen wird und ich denke, Kaido mit seinem inhaltlichen Wissen über Joy Boy und auch in dem Kampf gegen Ruffy, der wird dann immer wieder Bemerkungen machen und sagen, das ist vielleicht so oder das war wirklich so oder das stimmt nicht, ja, dass man hier vielleicht so einen inneren Monolog von Kaido erfährt oder seht, ja, wie er dann über Joy Boy, ich sag mal, spricht oder seine Gedanken äußert und ich persönlich glaube, das ist so dieser erste Step in wirklich diese Unterwelt der Geheimnisse von One Piece, weil natürlich diese ganz, ganz krassen Geheimnisse von Oda eigentlich nur wirklich angekratzt wurden, ja, und jetzt haben wir wirklich eine Schaufel genommen und sind da wirklich tiefer gegraben oder graben gerade und das ist, glaube ich, etwas, was uns natürlich symbolisiert, hey, wir sind jetzt wirklich am Ende angekommen und dieses Ende wird sich natürlich so äußern, dass wir immer mehr Antworten auf jene Fragen bekommen, die wirklich seit Jahrzehnten gestellt werden und das ist etwas, was natürlich auf der einen Seite super cool ist, klar, wir warten schon so lange, aber auf der anderen Seite und ich würde mich selber belügen, ja, es ist oder hat irgendwie so einen Touch von Traurigkeit, weil man weiß, es geht zu Ende. Versteht ihr, wie ich meine? Ich freue mich super natürlich auf diese Antworten und ich bin da super gehypt drauf, aber auf der anderen Seite ist so dieses Wissen, dass es bald zu Ende geht, ja, natürlich erst in 3 bis 5 Jahren, ne, aber dieses Wissen, dass wir jetzt schon so weit sind, ja, da hat man natürlich auch so irgendwo ein weinendes Auge, ist natürlich klar, gerade für so Herzblut-Fans ist das, glaube ich, sehr, sehr bekannt, dass das so ist, ja, dass man da immer auf der einen Seite so vielleicht ein bisschen traurig ist, ja, aber es muss natürlich irgendwann sein, ja, oder ist natürlich keine Maschine, ist auch ein Mensch, ja, und nach knapp 25 bis 30 Jahren sollte dann auch mal vorbei sein, aber ich freue mich da sehr drauf und wir kriegen sehr, sehr viele Antworten, Leute. Gehen wir weiter zum nächsten Punkt und der nächste Punkt, der bringt uns natürlich zu den Charakteren, die One Piece wirklich, wirklich das super Geheimnisvolle auch verliehen haben, denn jetzt kommen auch die richtigen Big Player in One Piece, die richtig Big Names, die natürlich in One Piece sehr, sehr viel einerseits zu sagen haben, sehr großen Einfluss haben und so weiter und da haben wir einige Kategorien, ja, zum einen natürlich die Kaiser, wo wir gerade dran sind, ja, welche schon absolute Big Player sind, aber dann geht es natürlich weiter in dieses Geheimnisvolle oder in dieses Mysteriöse, was die Charakter an für sich interessant machen, zum Beispiel einen Shanks, ja, wir werden mehr über Shanks erfahren, wir werden Screentime mit Shanks bekommen, Shanks wird natürlich die Story jetzt an für sich auch mit an die Hand nehmen und wir werden viel, viel mehr über ihn erfahren, ja, seine Mission, was er vorhat, seine Ziele und so weiter, dann natürlich darüber hinaus, ja, Blackbeard ist auch ein super spannender Charakter, der jetzt immer mehr an Relevanz gewinnt. Oder wenn wir uns jetzt einfach mal die Weltregierung anschauen, wir werden aktive Entscheidungen von Imusama bekommen oder den 5 Weisen. Wir werden da mehr Kommentare bekommen zu Ruffy, zu Joy Boy, zu dem, was da gerade passiert. Und wir werden halt diese ganzen Big Player immer mehr jetzt sehen, weil diese jetzt von Oda mehr in den Fokus gerückt werden für halt dieses große One Piece Finale, was er seit über 20 Jahren hier aufbaut und vorbereitet. Natürlich darüber hinaus auch Dragon und die Revolutionsarmee, die jetzt hier natürlich auch mehr in den Fokus gerückt werden, ist natürlich klar, weil wir in Richtung Ende gehen, ja, und diese Big Player, die werden immer mehr eine Rolle spielen und wenn Oda schon uns gezeigt hat, wie er bei normalen Charaktern eigentlich schon so gute Flashbacks oder so gute Character Developments hinlegt oder gutes Storytelling an den Tag legt, da bin ich gespannt, wie er das mit diesen absoluten Big Playern macht, denn das sind ja so die Schätze von Oda, die er wirklich über 20, 25 Jahre vorbereitet hat, die er dann wirklich endlich pullen kann und das ist etwas, worauf ich mich mit
am meisten freue. Denn ich denke, über den ein oder anderen Charakter haben wir die ein oder andere Sache noch nicht erfahren, die wirklich absolut vieles ändern wird und wirklich die Sicht auf bestimmte Dinge hier vielleicht sogar absolut ins Gegenteilige bringen wird. Was ich persönlich super spannend finde, dass wir hier natürlich dann die ein oder anderen Plot-Twists bekommen, die wirklich absolut super werden können. Ja, es gibt vielleicht ein paar Beispiele, dass zum Beispiel der ein oder andere von den fünf Weisen doch gut gesinnt ist, ja, und vielleicht die Weltringe auch stürzen möchte, ja, dass er Dragon vielleicht ins Game unterstützt oder dass Kaido an für sich das Ganze mit Absicht provoziert, ja, die Sklaverei und so weiter, um Joyboy zu bringen, der halt die Dawn der Welt bringt, ja, ja, dass man so Punkte hat, die man wirklich gar nicht erwartet, ja, die nach 25 Jahren absolut unglaubwürdig sind, die aber dann wirklich glaubwürdig von Oda rüberkommen, zumindest auch jetzt hier mit Ruffys Teufelsfrucht, solche Punkte meine ich, ja, das sind so Punkte, die könnten noch häufiger vorkommen und da freue ich mich natürlich sehr drauf, ja, die richtigen Big Players, die kommen jetzt und das wird etwas, was One Piece natürlich nochmal gerade am Ende oder Richtung Ende einen krönenden Abschluss eigentlich versichert, ja, ich persönlich glaube nicht, dass Oda das irgendwie verkacken wird oder sowas, es wird absolut heftig, Leute, und da freue ich mich super drauf. Und nun seid natürlich ihr gefragt, was glaubt ihr, was wird die Enthüllung von Joyboy uns jetzt wirklich vorbereiten oder vorlegen, was könnte dadurch jetzt alles noch entstehen, Leute, eure Meinung dazu in die Kommentare und falls euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich hoffe, die Stimme war nicht zu abgefuckt, ja, ich gebe jetzt noch mal ein bisschen Ausruhe, Leute, ich wünsche euch was, wir hören uns dann natürlich morgen bei den Spoilern, die kommen höchstwahrscheinlich, aber versprochen ist nichts, ja, wenn die morgen kommen, werdet ihr das hier erfahren, Leute, deswegen Abo natürlich da lassen. Ich bin raus, ich wünsche euch was, macht's gut, haut rein, ciao und tschüss.